Okay. So, ja, weiter geht's. Hoffentlich hast du da nicht gleich wieder ein Disconnect. Ja, das habe ich auch. Also willst du jetzt noch irgendwie an dem Haus was machen oder wollen wir erstmal nochmal in eine Höhle gehen und gucken, ob wir ein bisschen Gold und Kohle sammeln können? Egal. Also ich würde ja mal in eine Höhle gehen. Na gut, dann lass uns in die Höhle gehen. Wie viel zu essen hast du noch? Moment, lass mich erstmal bitte wieder einloggen. Ach so, du bist noch nicht eingeloggt, sagtest du. Noch im Lounge. Na komm, reagier doch mal. Essen, 20 Steaks. 20 Steaks. Steaks. Ach, Steaks. Okay. So wie Fleisch, Steaks. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Okay. Ich nehme ein paar von den fast kaputten Bögen hier noch mit. Das. Spitzhacken und sowas habe ich auch kaum noch. Ich habe vier jetzt. Es müsste noch eine in der Truhe sein. Eine Spitzhacke nehmen. Nicht? Ich dachte, wäre noch eine in der Truhe. Was verge jetzt vergesse ich bestimmt irgendwas. Ich habe Schwert, Bogen, Pfeile brauche ich noch. Pfeile, Pfeile. Noch irgendwas? Noch etwas Holz nehme ich mit für. Um mir Sticks. Hä? Um mir Sticks zu machen für Fackeln. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe nichts vergessen. Unser Bahnhof sah ja mal so gesehen cool aus, wo man reingucken konnte und die ganzen Lampen gesehen hat. Jetzt ist es einfach wieder bloß noch oben von oben gesehen, so eine Steinfläche. Ja, das sieht einfach richtig kacke aus. Ist bestimmt auch noch zu dunkel, ey. Voll doof. Ja, hier muss ich mir mal noch was überlegen. Der Blumenladen. So. Ich brauche jetzt Wo noch ein gehen wir paar denn mal hin Werkzeuge zum und dann. Höhlesucher? Wie wäre es mit irgendwo, wo dann jetzt die neuen Sachen eingebaut wurden? Naja, da müssen wir, glaube ich, ein ganzes Stückchen weit weg. Und? Okay. War ein Abenteuer. Ja, ich glaube, die eine ist in die Richtung, war ich noch nicht viel unterwegs. Also noch gar nicht eigentlich. Also mein Bruder war da schon unterwegs oder so. Aber ich eigentlich noch nicht. Können ja mal dahin laufen dann. In Richtung über die Sand waren wir schon hinweg. Da hinten ist der Thomas, da ist Julian. Also muss man mal die. Ah ja, keine Ahnung, was das für eine Richtung ist. Das ist schätzungsweise Süden oder so. Oder Norden. Oder Süden. Oder Norden? Oder Süden? Oder Norden? Oder Norden? Oder Süden? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich doch eher Norden. Oder Süden? Sicher, dass es Norden ist? Doch, könnte schon Norden sein, ja. Aber vielleicht ist es auch Süden. Könntest du natürlich recht haben. Ja. Dom, 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 Reichen drei dom, dom. Spitzhacken? Ich hoffe es. Okay.
Und Schaufel, wie viel brauche ich? Ich habe eine kaputte und eine ganze mit. Also eine halb kaputte und eine ganze. Ach, passt schon. Passt schon. So, ich mache mich gleich auf den Weg. Du machst dich auf den Weg, auf den Weg, auf den Weg. In voller Rüstung hier. Ich auch. Also hier unten sieht der Bahnhof schon ganz gut aus eigentlich. Da links halt bei der Treppe muss noch irgendwas passieren. Ansonsten. Und halt noch in diesen leeren Raum irgendwas. Ja, den sieht man jetzt hier von hier noch nicht so, aber ja. Und ich muss mir halt noch was ausdenken, dort wo jetzt noch die Fackeln hängen außen, dass ich da noch irgendwie Lampen rankriege, aber naja, gut. Die Blumen, Was denn? ey. Nein, die Büsche da sehen anders aus, also so grob pixelig und die anderen Blumen sind mieser halt. Ich glaube, wir warten noch, bis die Sonne untergegangen ist und gehen dann schlafen. Pass auf, jetzt dauert es 300 Jahre. Bis die Sonne untergeht, das kann halt nicht passieren. Ich wollte noch, was war hier noch drinne? Gescheiter, gescheiter, ist hier. Woraus sind hier 5 Millionen Kakaobohnensamen drinne? Und die Music Disc C418 Cat. Kate, sehr gut. Steht hier. Passt ja. Und Kohle ist ja noch drin, hui. Das ist alles hier ausgeladen. Was wir von der Höhle damit hatten. Guckst jetzt zu, wie die Sonne untergeht. Ja. Können uns ja hier aufs Dach setzen und dem Sonnenuntergang zuschauen. Alles klar, voll romantisch. Mit unseren Rüstungen und Spitzhacken. Ach, kuschelst du dich gerade an mich? Natürlich. Jetzt habe ich dein Gesicht im Blickfeld. Also Ja, sorry. deinen Kopf. Ja. Ah. Los, Sonne, geh unter. Ich will mich ins Bett legen. You can only sleep at night. Es wird doch schon dunkel. Wow. Was denn? Oh, Enderman. Ich erschrecke mich immer so. Wo denn? Hier direkt vor mir war er gerade und jetzt ist er wieder weg. Ach so. Ist denn jetzt wieder hin? Wer weiß. Ach, da Ach, da hinten links. springt er rum. Moin, moin! Okay, jetzt ist bestimmt Nacht. Nein, immer noch nicht. Oh Mann. Nicht schnell. Der Mann des Enders. Wo hat denn der schon wieder einen Erdenblock gestohlen, ey? Der Komm Sack. lieber ins Bett. Der klaut aber. Der ist No. doof. Ja, böser Slender, Enderman. Ist einfach heimatlos und sucht verzweifelt bei anderen Menschen nach Steinen, weil hier ja gar keine sind. Oh, ach meine Güte, muss er sich immer in mein Blickfeld porten? Guck mal, jetzt springt er da rum. Da geht jetzt in unsere Hütte schlafen. Los, komm. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Jetzt ist er auf unserem Bahnhof drauf. Das ist ein Drops. Da guckt sich das jetzt an, was wir da gebaut haben, um es auseinanderzunehmen. Ja, wahrscheinlich. Plötzlich fehlen alle Lampen. Wo sind Super. sie hin? Stehen plötzlich an einer anderen Stelle. Ich weiß gar nicht so genau, was da alles mitnehmen kann. Jack, Gravel, Gravel. Sand, glaube ich, noch. So also die einfach kaputtbaren Blöcke auch.
Kaputtbar. Ja. Zerstörbaren. Anschlagbaren. Wie du auch immer das lieber beziffern, bedeuten, benennen willst. Mann. Oh, guck mal, da badet ein Schaf. Ja, super. Hier sind überall so viele Schafe. Und da ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Die hohle Kohle. Dam, dum, 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 dum. Und weg. Weiter? Ja. Ach, du bist schon weitergegangen, okay. Also die Schafe geschoren. Ist genug Platz in deinem Inventar, oder was? Wir wollen doch immer. Wir wollten Kohle und Eisen und Gold suchen. Meine Güte. Was ist denn dort? Wo? Siehst du das? Das sind Strohballen oder so. Ach nee, das sind diese komischen Pflanzen, die sehen nur von hier so komisch aus. Warte mal, Mister. Warum? Wo bist denn du? Ich frag mich gerade, wo du bist. Ich bin hier runter ins Wasser gesprungen und schwimme jetzt rüber zur Wüste. Huch. Ich bin plötzlich neben mir gelandet. Diese komischen Pflanzen hier, meinte ich, die sahen von Weitem irgendwie rund und kugelmäßig aus. Und wir haben hier ringsrum so viel Wüste, das ist echt scheiße eigentlich. In zwei Richtungen haben wir nur Wüste, vor allen Dingen auch so viel große Wüste. Irgendwie stört mich die. Gibt's neue Kakteen? Wieso? Ach nee, das sind keine Kakteen, sorry. Ich hab den Schilf gerade irgendwie von weitem Kakteen gewechselt. Achso. Yep. Oh, das Wasser hier ist schön. Wieso? So richtig schön. Ruhig und klar. Seicht. Ja. Hoch. Nur ein Block tief. Hier ist ja wirklich nur Wüste, ey. Und ein bisschen Wasser. Aber erstaunlich viel Wasser für eine Wüste. Ja, stimmt. Vielleicht. Was ist das? Was? Naja, das ist sowas wie eine. Ah, ne. Das ist einfach nur ein Fluss, glaube ich. Bisschen tiefer als das sonst. Oh, ich verhungere ja schon wieder. Ach, gut, dass du was isst. Vor allen Dingen gut, dass ich was esse, weil du verhungerst. Ja, dass du mich daran erinnerst, meine ich damit. Ach so. Was denn? Das arme Schaf. Warum ist das geschoren? Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Dann war hier schon mal jemand. Und das kann nicht nachwachsen, weil es kein Gras findet hier in der Wüste. Das ist aber doof, weil dann fängt hier auch nirgends eine neue Welt an, wenn hier schon mal jemand war. Ätzend. Krasse Bäume. Schaf? Was? Ich hatte nur gerade Lack oder sowas. Da ist ein Warzenschwein. Wir sind ziemlich viele Schweine und Kühe. Auch wird schön hier. Das Gras sieht wieder etwas saftiger grün aus. Ja. Mit so ein paar kleinen Teichen. Teichs. Gewässern. So ein paar
paar kleinen Gewässern und grünen Auen. Irgendwie müssten auf großen, freien Grasflächen auch Pferde spawnen. Scheinbar nicht. Ja, vielleicht ist ja irgendwo bei den Kühen so. Hä, wo bist du jetzt hin? Was, links von dir? Habe ich gerade den Zombie gehört hier? Ich glaube schon. Stimmt, hier sind irgendwo Höhlen drunter. Ah. Ich glaube, wir werden nie wieder zurückfinden. Vermutlich. Klingt nach schöner Aussicht. Guck mal, dort ist wahrscheinlich neue Welt. Wo? Ach, da? Aber was ist das denn? Krass. Das ist. Was ist das? Nur aus Sandstein. Ist hier so eine Village von irgendjemandem? Also irgendwelche Villager oder was? Das ist nur Sandstein. Hä? Da stehen Fackeln, das ist bestimmt vom Turm aus irgendwas. Meinst du? Ja, garantiert, das hat er bestimmt mit dem World Editor gemacht, der Sack. Krass. Ganz große Klasse. Wo bist du denn jetzt noch da? In die andere Richtung wieder gegangen. So ein Scheiße, ey. Dass man so einen Mist machen muss. Was ist ein World Editor? Ja, da kannst du halt so riesengroße Flächen von irgendwas einfügen. Kini, wo bist du? Ich finde dich nicht Was mehr. Ist denn das hier auch? Ich bin doch einfach nur gerade ausgelaufen. Ja, du warst so weit weg, dass ich dich nicht mehr gesehen habe. Ach, da bist du. Hier ist irgendwie Ozean geworden. Cool. In dem Stück Welt war wohl noch keiner und. Das ist jetzt durch das neue. Durch das Update ist jetzt hier ein Ozeanbiom entstanden. War nicht schlecht. Oh, und ganz viele Schweine. Ja, massenweise. Oh Mann. Anstatt dass wir ein gescheites neues Biom finden, irgendwie da Savanne oder was es da jetzt gibt, ja ich glaube Savanne oder irgendwas finden wir Ozean und wieder Wüste. Cool. So ein Bullshit, ey. Irgendwie besteht die ganze Map nur aus Wüste. Wo bist du jetzt? Hier runtergegangen. In die Wüste? Ja. Oh, ein Dorf. Oder? Sicher, dass es nicht auf dem Thomas gebaut ist? Glaube ich nicht. Das sieht so. Ja, ich glaube, die wurden nochmal verändert, die Villager-Dörfer. Echt? Die so krass. Originalen waren scheiße. Sahen scheiße aus. Hier waren Zombies am Start. Zombie-Apokalypse war ja bestimmt. Guck mal, die haben sich alle in den Häusern versteckt. Oh, die tauschen Bücher gegen Emeralds. Und, Alter, die haben ja die ganzen Skelette und alles vermöbelt. Emeralds gegen Brot. Die rennen übst los. Na ja, gut. Kann man denn in ihren Betten schlafen? Weil es wird nämlich gerade Nacht. Haben die Betten? Oh, du hast Wolle. Der sieht aus wie Thaddeus. Wer? Achso. Oh, das ist eine Schmiede. Nice. Was haben die? Keine Betten? Saplings. Weiß nicht. Weiß ja nicht, ob man da drin schlafen kann. Aber wir können ja eins hinstellen. Ich hab kein Zeug dabei. Aber ich hab wohl. Ja. Deswegen sag ich ja. Gib mir die mal. Ja, Moment. Wo bist denn du jetzt? Wo bist du denn jetzt? Immer noch dort, wo ich gerade war. Hm.
So, warte. So, hier, wir schlafen. Ich lock kurz aus. Und wenn wieder Tag ist, sag Bescheid. Ja. Es ist Tag. Ah, die Workbench kann man stehen lassen, ist egal. Dann können wir weiter. Wären wir jetzt in Sky Nations, sähe das anders aus. Ja, da müsste man die Workbench mitnehmen. Man müsste nicht, aber man täte es. Ja. Och Mann, das ist doch nicht wahr, dass so viel Wüste ist. So ein Scheiße. Weil hier nirgends Pferde, das gibt's gar nicht. Vor allen Dingen eh voll wenig Tiere eigentlich. Wo bist denn du? Ach, dort. Oh, hier geht Oh. wieder der Ozean los. Oh Mann. Vor allen Dingen, war hier in der ganzen Wüste ist schon mal jemand durchgelaufen, ne? Wo weißt du das? Weil das bekannt ist für den Server. Der hat nur an den unbekannten Stellen neue Welt geladen. Also die Chunks, die noch nie geladen wurden, da sind neue, es entsteht jetzt neue Welt, wenn wir da langlaufen. Also ab hier. Ach, guck mal, weiße Blumen. Ja, ich sehe es gerade, voll cool. Nimmst du die mit? Sieht aus wie Gänseblümchen oder was? Irgendwie sowas. Süß. Ja, nehme ich mit. Was ist das? Hohes Gras oder so. Pass auf, dass du kein Pokémon findest. Ja. Am angegriffen wirst. Oh, Wo hier bist ist du jetzt? Rechts Lava. oder links? Ach, da vorne. Da oben sind, da hinten sind auch orange Blumen. So cool. So viele neue Blumen. Sonnenblumen haben wir aber immer noch nicht gefunden. Aber hier ist die Welt mehrmals neu entstanden irgendwie. Wo Das sind orange hellgrün hier, Blumen? da kommen hier hinten bei mir. Hallo. Was denn? Ja. Ja, ich komme noch. Ach so. Sind das Tulpen? Kann gut sein. Sieht so aus. Brauchst ja noch ein paar mitnehmen, wenn du die auch vermehren kannst wie die anderen. Kommst du hier hoch? Ich frage mich, ob wir jemals wieder zurückfinden werden. Wahrscheinlich nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ah, man sieht den Wald vor der Bäume. Voll viel Wald, ey. Ganz komisch hier gerade. Ja, eigentlich schon. So viele Tiere und keine Pferde. Und jetzt lädt es auch voll langsam. Also die Welt so. Echt? Ja, das wäre doch. Oh, shit, wo bist du? Ja. Hab mich hier wieder verirrt. Wieso, wo Und bist seh denn du? dich. Oh, lauter Bäume nicht. Ach, da hinten, nee. Ja, meine Güte, es ist manchmal halt ein bisschen schwer, dir zu folgen. Ich stehe bei minus 1430.
Minus 882. Wie kann man die Codes einbinden? F3. Wo stehst du bei? Minus 4033, minus 881. Minus 4033. 1433, Entschuldigung. Ach, nein. Ist ein bisschen schwer, gerade wenn du irgendwie hinterm Baum verschwindest oder hinterm Hügel oder so. Das nervt voll, dass es ja keine Pferde gibt. Scheiß Welt, ey. Klettern wir herauf und gucken mal, und wenn wir irgendwas finden, gehen wir dann mal in eine Höhle. Hier ist nur Wiese, weit und breit, und es sind trotzdem keine Pferde. So ein Ausguck wäre nicht schlecht. Wie wäre es, wenn wir da vorne in die Höhle gehen? Sieht zumindest aus, als wäre da irgendwie höhlenmäßig was. Oder was ist das, Mine vielleicht? Wo denn? Wo bist du denn jetzt? Egal. Links. Ach, da. Ja, wenn du hier runter guckst, dann da rechts Die sehr, Spalte genau. rein oder was? So, mal gucken, was da ist. Ach, jetzt wird er abgeschnitten. Ja, das ist eine Schlucht. Ach so, ja. Alter Schwede. Die Schluchten sind doof. Oh, krass. Die sind so Oh. schluchtig. Ja. Das ist hier rechts. Nur irgendwie ein Durchgang oder so. Bist du da jetzt links weitergelaufen? Du siehst doch meine Schrift. Oben auf dem Berg. In die gleiche Richtung weiter, die wir jetzt gerade schon gelaufen sind. Ich sehe deine Schrift allerdings nicht. Na gut. Aber deine habe ich gesehen. Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Oh Mann. So eine Scheißwelt, echt. Was ist denn so? Ups. Warum gehst du denn jetzt da runter? Da war Höhle. Ja, ich kann auch wieder hochkommen. Nein, schon okay. Wo bist du jetzt? Ach ja. Ja, dann gehen wir jetzt hier rein. Ich habe schon fast alles Essen aufgebraucht, den ganzen Laufen, ey. Ja, ich auch. Du rennst immer durch mich durch, wenn ich das Zeug abbaue. Tut mir leid. Na, hörst du schon wieder auf?
Wahnsinn. Naja, draußen waren ja noch mehr so Dinge. Wenn die alle so tief reingehen. Oh, jetzt noch Eisen. Immerhin noch was Sinnvolles. Es wird dunkel, oder? Kann gut sein. Na, guck. Geh mal hier runter. Da ist Eisen und da ist Kohle. Und da ist ein Zombie. Ein Michael Jackson Zombie. Michael Jackson Zombie. Ja, die sind ein bisschen so angezogen. Die haben so ein Outfit an. Hier scheint es aber weiter zu gehen. Ich meine, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Oh ja, und da kommt ein Creeper. Oh. Also ich bin jetzt mal hier runtergegangen, ne? Achso, du bist hinter mir, okay. Gut. Ich höre einen Zombie. Ich höre gerade gar nichts. Und Spinnen höre ich auch. Ich glaube, ich muss den Minecraft-Sound mal etwas lauter machen. Das klingt nach mehreren Zombies. Ich höre nämlich gerade nichts. Und Spinne auf jeden Fall. Dieses Psch. Und ein Fledermäuschen. Das habe ich gehört. Die sind so durchdringend, die Rufe der Fledermaus, die hört man. Die Rufe der Fledermaus. Das Piepsen. Das neue Buch von Bloodlord. Ein begleitender Roman zum Minecraft-Stream. Was? Gut. Solltest aufhören, Kunst zu studieren. Creeper. Wo? Im Wasser. Ach, dort hinten. Ich sehe den kaum irgendwie. Ich darf echt nicht sterben, weil sonst verliere ich die ganzen Blumen. Ja, dann stirb nicht. Oh. Krass. Wo geht's schon wieder nach oben, oder was? Wo bist du jetzt? Hinter dir. Ach so. Scheint es aber irgendwie dran vorbei. Oh. Was denn? Kam mir gerade direkt eine Fledermaus entgegen. So direkt in mein Gesicht rein. Ja, hier geht's schon weiter, aber. Da ist Eisen. Na, guck mal, hier geht's auch weiter scheinbar. Wo? Ach, dort. Alles nur nach oben irgendwie. Wäre eigentlich nach unten wegen Gold. Aber naja, gut. Ich würde hier weitergehen. Erstmal. Obwohl hier hört es, wie es aussieht, gleich auf. Ah, ne, doch, es geht weiter nach oben. Erstmal die Kohle rausschlagen. Und wieder ein Disconnect. Gut. Tja. Dann hören wir jetzt wieder auf. Es hat immerhin noch mal eine halbe Stunde gereicht.